Hallo Ungarn! Nachrichten, Infos und Tipps aus und über Ungarn hier kompakt zusammengefasst. Nach dem 1:0-Sieg gegen Estland in einem Freundschaftsspiel letzte Woche wird die ungarische Mannschaft heute um 20.45 Uhr in einem EM-Qualifikationsspiel gegen Bulgarien motiviert antreten. Trainer Marco Rossi erwartet kein leichtes Spiel, denn die bulgarische Mannschaft ist stark und schnell. Bulgarien wird sicherlich versuchen, die Niederlage gegen Montenegro vom Freitag wettzumachen, während für Ungarn es das erste Spiel in der EM-Qualifikation sein wird. Das Wochenende brachte mehrere herausragende ungarische Erfolge in der Welt des Sports. Am Sonntag gewann das ungarische Team eine Goldmedaille bei der Fechtweltmeisterschaft der Herren in Buenos Aires. Davor gewann Anna Kuhn den Fechtwettbewerb der Damen in Nanjing, China, während aber das ungarische Herrenteam eine Bronzemedaille beim laufenden Budapest-Fechtpokal gewann. Am Wochenende ereigneten sich 10 tödliche Verkehrsunfälle auf Ungarns Straßen. Nach einer Zusammenfassung der Polizei wurden in den vergangenen 3 Tagen 94 Verkehrsunfälle mit Personenschaden gemeldet, von denen 10 tödlich verliefen. Es gab 23 Schwerverletzte und 61 Leichtverletzte. Am Sonntagnachmittag stießen in Budapest ein Krankenwagen und ein Auto zusammen, wobei 2 Personen schwer und 2 leicht verletzt wurden. Der Krankenwagen war mit Sirene auf der Ulloy út unterwegs, als er auf einer Kreuzung mit einem Auto zusammenstieß, dessen Fahrer nicht die Vorfahrt gewährte. Im Krankenwagen befand sich kein Patient. Orbán reiste am Samstag nach Serbien, wo er den serbischen Präsidenten Alexander Vučić traf. Im Einklang mit den ungarischen diplomatischen Abläufen war Orbáns Hauptgesprächsthema der Frieden im Krieg in der Ukraine. Aber die beiden Politiker erörterten auch die EU-Integration Serbiens und des westlichen Balkans sowie die bilateralen ungarisch-serbischen Beziehungen. Audi Hungaria hat am Freitag ein neues Lohnangebot vorgelegt, das von der unabhängigen Gewerkschaft Audi Hungaria auf ihrer Versammlung angenommen wurde. Vereinbart wurde eine Lohnerhöhung von 17%, 500.000 Forint an Zusatzleistungen und 5x 330.000 Forint an Prämien. Der Tarifvertrag soll am Freitag, dem 29. März, von den Seiten unterzeichnet werden. Am 20. Mai wird die Saison im Fertő-Rákos-Höhlentheater eröffnet. Das Programm des einzigartigen Höhlentheaters umfasst in dieser Saison Konzerte der klassischen und leichten Musik, Tanz- und Theateraufführungen, Musicals und Operetten. Die Saison beginnt am 20. Mai mit einer Aufführung der Chopin-Tanzgruppe. Ein buntes Veranstaltungsprogramm erwartet die Besucher des Narzissenfestes, mit dem am 1. April die touristische Saison in der Komitatsstadt Kaposvár in Somogy eröffnet wird. Auf dem Programm stehen mehrere Konzerte, ein Kunsthandwerkermarkt, Buchpräsentationen, Pfannkuchenverkostungen und Bastelprogramme. Die berühmte Herend Porzellanmanufaktur eröffnete in Beuna im Schloss Sándor Metternich eine Ausstellung mit dem Titel Schwung und Glanz. Die Herend Porzellanmanufaktur ist ein ungarisches Erbe und ein Hungarikum, das seit 1826 auf traditioneller Weise Porzellan herstellt. Am Montag bringt eine kräftige Kaltfront in vielen Gebieten Regen, Schauer und manchmal Gewitter mit vorübergehendem Schnee auf den höchsten nördlichen Gipfeln. Bis zum Abend hören die Niederschläge in den meisten Teilen des Landes auf. Die Höchsttemperaturen liegen tagsüber zwischen 6 und 13 Grad. Der Wechselkurs liegt heute bei 386 Forint für 1 Euro Mittelkurs. Hallo Ungarn! Nachrichten, Infos und Tipps aus und über Ungarn hier kompakt zusammengefasst.